In dem kleinen Take möchte ich nur kurz zeigen, wie man Rähmchen bespannt. Ich nehme dazu eigentlich das billigste Gerät. Das findet ihr in jedem Shop unter Drahtspanne. Und damit es funktioniert, ist eigentlich bei jeder Technik bzw. jedem Gerät wichtig, dass diese Zahnräder hier auch wirklich gut laufen und nicht mit Bienenwachs verklemmt sind. Deswegen mache ich das immer vor meiner Arbeit, speziell bei neuen Rähmchen. Dann nochmal manuell hier kurz auskratzen. Ja, da kann sich natürlich, wenn man diese wachsgeschmolzenen Rähmchen dann doch kratzen tut, im Draht verheddert sich alles so eine Wachsschuppe. Und so kann eben das Zahnrad von so einem Drahtbespanner dann doch leider recht schnell zustopfen. Bei den neuen Rähmchen, wo jetzt noch gar nicht im Bienenvolk waren, wird das nicht passieren. Wird einmal durchgekratzt und dann passt die Nummer. Aber jetzt wisst ihr zumindest, wie man, wenn der mal nicht mehr funktioniert, das wieder beheben kann. Um die Rähmchenwirtschaft hier an der Stelle kurz zu erwähnen. Ich habe ja in vielen Videos schon gesagt, dass ich von der Benutzung von Ätznatron und weiteren Rähmchen-Säuberungssäuren-Aktionen abraten tue, aus Umweltschutzgründen. Und wie ich das mache, ich versuche das halt so simpel wie möglich zu halten. Ich kaufe mir natürlich jedes Jahr immer neue Rähmchen. Ich denke, das Geld ist es wert, immer mal wieder neu, also neu das Bienenvolk zu bestücken, dass sich eben Krankheiten gar nicht erst anreichern können. Jedes Rähmchen, wo nach Benutzung irgendwie wackelt oder auch schon vor Benutzung wackelt, wird komplett aussortiert, geht gar nicht erst ins Bienenvolk rein. Die Rähmchen werden ausgeschmolzen. Und dann werden die ausgekratzt, rein mechanisch, wird alles hier sauber gemacht. Mit dem Messer wird es dann gekratzt, das zeige ich auch im nächsten Video nochmal. Und mehr mache ich da nicht mit den Rähmchen. Ich bespanne die noch neu und dann zurück ins Bienenvolk. Und im Durchschnitt nach 2 bis 3 Jahren sind die so lapprig, da fliegen die einfach raus aus dem Volk. Und jetzt möchte ich halt noch kurz zum Milieu zurückkommen. Also die Bienen sind immer ein selbstreinigender Mechanismus. Und in der Sekunde, wo ich das verstanden habe als Bienenhalter, Imker, slash Berufsimker, habe ich einfach die ganzen Aktionen sein gelassen, die mir auch in meiner Ausbildung im Bieneninstitut Celle beigebracht worden sind. Man muss einfach die Bienenvölker immer hygienisch pflegen, aufs Milieu achten. Und wenn das gegeben ist, ist dieser Selbstreinigungseffekt von dem Bienenvolk zu 100% perfekt und wir brauchen da nicht nachlegen. Weder mit Ausflammen der Rähmchen noch mit Säuren. Wir kommen zurück zum eigentlichen Thema, nämlich das Drahtspannen. Ihr seht schon, das ist so lapprig, da könnte ich später gar nicht die Mittelwände einlöten. Deswegen stelle ich das immer hochkant und dann ziehe ich immer von unten nach oben das Rähmchen glatt und ihr seht schon, durch diese Riffellinie, wo hierdurch entsteht, spannt sich der Draht und man kann es auch hören, ne? Also hier bin ich nicht zufrieden. Hört ihr das? Doing. Also das ist nicht gut, da müssen wir nachlegen. Hier, das da hier hört sich schon gut an. Ein bisschen wie Harfe spielen, da haben wir auch noch ein bisschen Zug drauf. Und das mache ich jetzt einfach, bis die Kiste voll ist und der Stapel leer. Im Schnelldurchlauf sieht das bei mir dann so aus. Kante hochziehen und fertig. Man hat das natürlich irgendwann im Gefühl, ob die Spannung genug ist. Wenn man das noch nicht im Gefühl hat, dann hilft einfach nur üben. Und zwar Harfe spielen, Rähmchen bespannen. Und dann halt schauen. Ja, also hier, da geht noch was. Das ist auch einfach zu lasch noch. Ich mache nochmal drüber. Hier auch. Hier auch nochmal ein bisschen. So. Ja, also als Anfänger, Laie kann man das einfach üben, indem man Harfe spielt. So. Und klar, man sieht es ja auch von der Optik, wenn es schon am Labbeln ist, dann weiß man auch, dass das für die Mittelwand anlöten. So wie hier, sieht man ja schon auf einen Blick, das ist einfach zu lasch. Viel
Vielleicht ist jetzt manchen aufgefallen, dass ich nicht ganz durchziehe. Das liegt einfach daran, dass wenn ich das komplett durchziehe, ich beim nächsten Rähmchenbespannen nicht mehr so viel Zugkraft drauf bekomme, weil es ja hier schon geriffelt ist. Deswegen versuche ich natürlich so wenig zu riffeln, wie es geht, damit ich immer wieder nachlegen kann. Und wie gesagt, nur so lange, bis dann das Rähmchen einfach rausfliegt und wieder mit einem neuen, schöneren, besseren ersetzt wird. Nächste Kiste.